Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Dota 2 Auto Chess auf dem Channel im Solo. Also ist niemand dabei, niemand aus der Community, niemand ansonsten. Wir sind relativ clean hier am Start. Wir nehmen auf jeden Fall den kompletten Kriegerbonus schon mal mit und den Ork. Wir könnten auf Orks sein, aber wir hatten aber so oft Orks letzte Zeit. Ich habe gerade eben schon eine Runde aufgenommen, da habe ich die Hunter gespielt. Leider habe ich sie nicht so lucky gezogen und bin Fünfter geworden. Ich war fast Vierter geworden, das war so ein ganz knappes Ding vom Rausfliegen, aber ich bin am Schluss Fünfter geworden sogar. Auf Bischof 1 gedrängt worden wieder, leider. Bisschen ärgerlich. Ich versuche das Beste draus zu machen. Wie gesagt, ich würde es nicht eine Ork-Runde erzwingen. Wenn die Orks aber kommen, würde ich sie auch spielen. Wobei es Husker nicht gibt. Inzwischen macht es fast nur Spaß mit Disruptor und Husker zusammen. Aber ich würde es tun. Ich check ganz kurz die Aufnahme, die läuft. Ich könnte auch, es gibt keinen Sven, aber es gibt Monkey King. Also ich könnte 6er Ding spielen, ne? 6er, ihr wisst schon, Beast hier. Und könnte die Krieger-Taktik, die Cancel-Taktik spielen. Die wollte ich eh lange mal wieder, schon lange mal wieder spielen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was wir machen könnten hier. Deswegen mal schauen, was es am Schluss wird. Task müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Leute, das war natürlich ein Gag. Das war natürlich nur ein Spaß. Ich würde es euch nie antun. Also zumindest nicht im Ernst, sowas zu machen. Wir könnten echt mal gucken, ob wir auf die Kriegertaktik gehen. Und Gott, okay, mein, er sieht aus, als würde das auch spielen, oder? Sieht doch genauso aus. Alter, wie viel Marshall gekauft haben. Wollen das mehrere hier? Schauen wir mal. Falls es in die Richtung geht, würde ich mal wieder gucken, wie die Anleitung von Robert raus und hat unter dem Video mal geschrieben, wie man das am schlauesten spielt. Lass mal so gottmäßig alles mitnehmen. So Standard normale Gods habe ich auch lange nicht gespielt. Ich meine, hier ist auf jeden Fall die Boots, auch wenn man gleich darüber nachdenkt. Und hier ist auf jeden Fall das schon mal. Also das ist ja ganz klar. Okay, ich meine Level 3er, seit Level 2er immerhin schon. Stellen wir das mal so. Ah, wir könnten halt auch Mages nehmen. Ja, auch mal, was gab es denn an Mages alles? Okay, es gibt nur die normalen Mages. Oder Mages halt mit Elements natürlich. Wäre natürlich eine Option, klar. Ich meine, das ist mir schon mal relativ klar, dass ich das haben will hier, weil er Level 2 ist. Wir nehmen hier einfach alles mit. Ah, ich bin mir nicht sicher, wie die Leute das machen. Mann, viele gehen auf dieses Gottzeugs irgendwie. Ja, ich lasse mal noch eine Mages Element Runde mir auch offen. Es wird ein bisschen teurer am Anfang, aber eigentlich ist eine Mage Runde immer ganz cool zum Hochladen. Und macht auch Spaß zu spielen, wenn man sie einigermaßen gut sieht. Ist die Frage den Hellfring wieder? Dann hätte ich zwei Hellfrings, also die auf jeden Fall nicht klar, oder halt den Quarterstaff, wahrscheinlich den Quarterstaff. Ice is nice. Wir können hier auf alles verzichten und hochleveln schon. Lass mal nicht diese Gottkrieger, lass mal irgendwas anderes spielen, nicht diese Gottkrieger-Taktik dann in dem Fall jetzt. Die Frage, was stelle ich jetzt noch hier rein in das Team? Wahrscheinlich den Ogre-Magi. Und ich nehme das mit für ihn. Stellen wir es so, ich glaube, das ist am schlauesten. Wir spielen einfach jetzt Krieger, solange die stark sind, haben wir Level 2 und so haben, spielen Beast, bauen wir vielleicht nebenher noch auf. Wir können Shadow Shaman das mal mitnehmen, falls die Orks auf einmal krass kommen. Und wir auf einmal noch wir schon mal spielen wollen. Doch auf die Orks gehen mit Schaman. Haben wir ja eigentlich lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, wir haben es wirklich, also wir haben es zweimal in Folge gespielt, zwei letzten zwei Folgen. Es kommen, glaube ich, Orks-Runden, außerdem ist, glaube ich, die letzten zwei, die für euch gekommen sind. Aber ich bin mir nicht sicher. Und davor haben wir ewig keine Orks mehr gespielt. Well, jetzt haben wir die Kisten hier, sieht ja geil aus. Sieht gut aus. Aber ich bin immer so ein Freund von Kisten mitnehmen. Ich meine, den nehmen wir safe jetzt erstmal mit. Könnten wir so stellen. Hier braucht man nichts. Komm, geht ihr mal hier, hier. Das Ding ist halt, wir könnten schon bald vom Geld richtig hochgehen, wenn wir. Sollen wir die Orks-Krieger spielen und einfach nebenher wirklich die Mages auch mal, dass wir am Schluss auf Mages gehen?
Ich meine, ich sehe ja niemand, der großartig. Oh, er geht auf Mages. Der eine Asiate geht auf Mages. Und wir haben natürlich wieder keinen Razor und keinen Tiny gezogen bisher. Das ist halt auch sehr teuer, was hier steht. Im Moment noch nicht, weil ich eh nicht auf 10 Gold kommen würde, aber, ab nächste Runde ist es teuer. Komm, Shaggy, noch dreh dich mal. Wieso dreht er? Ach, endlich. Ich hab mich schon gewundert. Gegen Knut gewinnen wir auch. Dann ist der schon mal nicht in der Streak. Jetzt ist schon noch einer, der eine Streak schaffen kann, außer wir. Gegen den muss ich gleich mal schauen. Gegen ihn. Mit seinem dummen Anti-Mate schon. Juggernaut stands ready. Tja, jetzt ist es nämlich schon eine Platzfrage. Wie ist denn der Anti-Mage? Ich will hier übrigens lieber. Weil wir können jetzt den Mars rausnehmen. Ja. Nehmen wir den Mars aus dem Team, dann können wir es platzmäßig immer noch uns leisten. Das ist eine Runde, uns anzuschauen. Wir können uns aber halt. Leute, wir müssen erstmal müssen wir auf Gold jetzt gehen. Vielleicht versuche ich nochmal Mages mitzunehmen später. Aber jetzt den Gold schon ist halt sehr verlockend. Und wir können jetzt relativ schon, wenn wir jetzt noch einen Blattsieger ziehen, können wir schon auf 4 Orks gehen. Ziehen aber leider nichts Anständiges, nehmen wir trotzdem ihn. Okay, so würde er auf jeden Fall erstmal auf unseren Beast, auf unseren Ex gehen, der auch gut tankt. Ich habe gerade nicht hoffen, dass ich halt ihn irgendwie aufhängen kann, aber ich glaube, gegen ihn hätte ich keine Schnitte oder 3 Level 2er. Spawnt er, stellt er das so um. Das Problem ist halt, die werden alle so schnell down gehen hier. Okay, wir spielen auf seinem Feld. Das können wir uns anschauen, wie wir auf seinem Feld keine Chance haben. Ja, er hat zu viel Level 3 plus den. Muss ich mir nichts vormachen, gegen ihn würde ich nie gewinnen. Jetzt haben wir Spawn noch. Da müsste ich 2 jetzt hochleveln. Oder zumindest einen Juggernaut hoch. Ja, nee. Ja, ich glaube, es ist unrealistisch zu denken, gegen ihn die Streak zu halten. Das ist schon krass, was der gezogen hat. Hier können wir alles lassen. Schade, dass einer so richtig krass ist. Spielen aber viele Orks, oder? Aber wobei, drauf hat sie keine, außer ich. Jetzt könnte ich den Hex hier noch mitschnabulieren, dann könnte er wieder runter. Wir könnten auch noch den Shadow Fiend stellen. Eigentlich sind wir tanky genug, oder? Stellen wir das so. Ich meine, der ist nicht schlecht, oder? Der Shadow Fiend. Stellen wir das mal kurz so. When you play with Lena, you tend to get burned. Head for the quarry. Ja, wie gesagt, gegen ihn war es halt klar, dass wir die Streak verlieren. Weil wenigstens bevor wir die Streak hatten, das heißt, er bekommt keine extra Kohle. Er geht aber selber in der Winning Streak, aber bekommt unsere Streak so gesehen nicht. All enemies fall at the Juggernaut. Ja, nochmal ein Juggernaut. Also wir ziehen die Orks, außer den vierten Orks, außer den Dings Shadow Shaman, ziehen wir die Orks halt echt gut. Leute, wir stacken es auf die Orks komplett und wir rollen dann später irgendwann schon. Level 3er Orks. Schon wieder Orks, Leute, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber schaut euch an, wie ich es ziehe. Wenn ich dann nachher Level 2er wieder Elfen werden, wahrscheinlich, wenn ich Elfen ausschließe. Aber Biester ausschließen wäre auch mal ganz interessant. Aber Elfen gefallen mir, glaube ich, besser. Oder.
Ah, Level 2 muss ich ja drauf schauen, stimmt. Ah, da sind Elfen schon ganz gut zum Ausstehen. Oder Knights? Man könnte auch Knights ausstehen, es wären 3 hier. Was kosten denn Knights im Vergleich zu Elfen? Sogar ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, wie wir das schon hochgelevelt hätten. Vorausgesetzt, wir hätten auch wirklich dann gezogen, wenn wir nicht gelöscht hätten. Ist ja eigentlich egal, wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder auf 30 Gold schon. Weil das gewinnen wir easy. Und jetzt auch nochmal Gold später. Na, wir müssen uns mal alles hier in Ruhe anschauen. Aber Leute, die Orks, die kommen halt der Runde gerade. Vielleicht machen wir echt, bekommen wir echt einen Early Juggernaut hin. Wo sind die Chancen für Juggernaut am besten? Das könnten wir uns auch noch anschauen. Für Juggernaut sollten wir Level 5 bleiben, bei 35% Chance auf Level 2. Also Level 5 bleiben wäre sinnvoll, wenn wir Juggernaut spielen wollen auf 3. Dann dürfen wir jetzt nicht hochleveln halt. Ich meine, noch ein Level höher wäre auch nicht schlimm. Enchanted, I'm sure. Ah, das ist nochmal eine Vorstellung. Ach, von der Kohle her ist es aber nicht nach meiner Vorstellung. Ja, egal, ich spiele die jetzt trotzdem. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ja, aber hier schon am besten den Mithril Hammer mitzunehmen. Ach, ich kann ihm einfach alles reinstecken. Ich könnte sagen, ich spiele den Beastmaster nicht. Aber eigentlich brauche ich den gleich für die Orks. Das müssen wir erstmal reinstellen. Also sag ich das lieber mal nicht. Okay, wir forcen den Juggernaut auf 3. So Knights ausschließen in 2-3 Runden, sobald es geht, und dann rollen für Chuck. Aber wir haben, ja gut, wir konnten ja, wir mussten ja mitnehmen. Wieder der Shadow Fiend, ey. Dann werden wir auch stark mit dem Shadow Fiend auf 2. So early die ganze Zeit schon. Auf 3, auf 2. Das ist voll das Nightzeug, was hier steht. Lass mal den Arbeiter mitnehmen und Level 2 raushauen. Lass mal den Kleinen hier löschen, den brauchen wir eh nicht. Wir können ja nebenher noch andere Sachen mitnehmen. Ist ja auch teuer, Knights auszuschließen. Bisschen Schaden darf Enchantress ruhig bekommen, aber nicht alles auf einmal, weil es soll einmal den Heal. Okay, perfekt, komm, hau den Heal, Enchantress. Okay, Chuck kann sich nochmal hochheilen, das ist wertvoll. Komm, gönn mal den Axe einfach jetzt kurz Zeit, damit ich mal unten mal einen Blattsieger. Männern will ich Terrorbelt spielen wollen. Nehmen wir das mal so kurz mit. Ich frage mich, wie sinnvoll der Shadow Shaman ist, wenn man Terrorbelt auch stellen könnte stattdessen. Eigentlich, wenn sich Terrorbelt verwandelt, dürfte er doch eigentlich stärker sein, oder? So, dann haben wir noch keinen Platzsieger für den Hex haben. Mal gucken, was ein Terrorbelt jetzt hier macht, gerade in der Runde. Okay, er ist verwandelt. Ja, immerhin 1000 Damage. Hier haben wir gleich Platz, den wir wieder machen können, wenn wir Platz brauchen. So,
erstmal Knights raus. Ich habe halt auf dem Level keine Chance, glaube ich, gegen die Wölfe leider. Wir könnten noch ein Level gehen. Und beim nächsten Level könnten, also wir könnten nächstes Mal erstmal rollen, dann könnten wir einmal leveln, sobald wir ein paar Chucks wenigstens gezogen haben. Dann könnten wir die Orks draufstellen, weil einen Blattsieger ziehen wir bestimmt dabei auch. Aber mit dem Team werden wir halt, ach man, ja schon stark geworden auch inzwischen mit seinem Terrorblade. Er rollt aber nicht, er levelt. Oder hat einmal gelevelt zumindest. Er zieht einfach so gut, das ist halt das Schöne an seinem Team, für sie ihn halt auch. Aber wenigstens habe ich einen gekillt. Lass mal versuchen, ihn nachher besiegen zu können. Wir löschen das schon mal. Ich will jetzt einfach den Space haben. Sorry für die Nachrichten gerade, die ganze Zeit kommen. The Dusk is always ready for a... Enchanted, I'm sure. You can't keep a demon down. Ja, das ist echt was schlecht, was wir gezogen haben hier. Also wir haben es gerade durch das Throne haben wir katastrophal gezogen. Also viel schlechter hätten wir nicht ziehen können. Vor allem mit dem Ausgeschlossen noch und so ein bisschen auf Level 5 geblieben. Ist schon ein bisschen schade, was das jetzt gerade war. The Dusk is always ready for a fight. For the fleeing twins, I see blood. Master of beasts! I was the devil on your shoulder. Ah, komm, ich will es nur so Terrorbett geben. Hallo. Plus den Lifesteal. Ich meine, wir wohnen die Runde. Ja, wir hätten natürlich vielleicht auch das gegen ihn gewinnen können, wenn wir das halt mal gemacht hätten, wir Idioten. Aber wobei, hätten wir wahrscheinlich nicht. Orbit Mask. Das war gerade richtig langsam von mir. Bin ich ein bisschen enttäuscht, aber... Ist halt, es ist, wie es ist. Ja, wieso ziehen wir eigentlich so katastrophal? Juggernaut stands ready. Axe grows stronger. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal wieder ein bisschen chillen, würde ich sagen. Er kann jetzt mal hier hin. Er kann ruhig alles andere bekommen. Also Tibi sollte uns erstmal carry eine Zeit lang mit der Kombi, die ich hier stehen habe. Heißt für mich jetzt nochmal hochsparen. Oder? Dann erstmal ein paar Level 3er rollen. Ich meine, das war natürlich auch das prädestinierte Team. Wieder um halt zu leveln. Ja, vielleicht bekommen wir auch so ein Terrorbett 3, wo wir einfach nur Terrorbett 3 spielen. So ungefähr. Wenn wir gewinnen, könnten wir den einen löschen hier eigentlich, den Shadow Shaman. Sieht der vielleicht schon raus gegen manche Leute? Ich glaube, so viel Schaden macht noch keiner, oder? Ich glaube, ich mache nicht genug Schaden. Ich glaube, bei mir reicht es knapp nicht. Der erste vielleicht. Geht auf Beast mit Demons. Also er wird nachher krass werden, vor allem weil er halt
ewig lang genug leveln kann. Na, reicht noch nicht. Dachte ich mir. Ich würde sagen, das gewinnen wir easy. Ja. Ja, stimmt sich wieder. Ich habe immerhin auch zwei Level 3er ausgeschlossen. Das ist gar nicht so wenig. Einmal können wir uns leisten. Ja, wenigstens hauen wir den Terrorbelt ganz gut weg von ihm. Wir könnten auf die Trolls verzichten dieses Mal. Wir könnten 5er Orks mit Schamanen spielen. Also 5 Orks spielen wir dann. Plus 2 Wizards, dann sind wir auf 8, 9 mit Terrorblade. Und dann noch irgendwas nice Legendary-mäßiges. Angenehm. Habe ich schon nicht ganz gedacht, dass ich hätte weitermachen können direkt schon. Ich hoffe, dass ich jetzt hier was upgrade dann erstmal. Ich roll natürlich erstmal. Wie gesagt, wir haben auch 2 hier ausgeschlossen, deswegen haben wir auch gar keine schlechte Chancen. Ja, wir könnten echt auch hier was mitnehmen dann. Wenn wir Level 10 gehen würden. All enemies fall at the whim of my blade. My spirit returns to flesh. For the fleeing twins, I seek blood. Wir stehen. Wir haben Level 3er wieder Terror beste Chancen. Na ja, Terror ist ja. Auf Level 6 30%, aber der bleibt lange 30%. Also Terrorbite habe ich dauerhaft gleich gute Chancen zu ziehen. Ich habe nur bessere Chancen, gerade weil ich halt generell level und deswegen kann ich mir so die besten Chancen rausholen. Aber die Crown ist natürlich nice. Und das Ding ist natürlich auch nice. Kann ich mir beides auf Terrorbite leisten? Ich nehme mal schon ein bisschen mit, auf jeden Fall. Dann könnten wir Mjölnir nachher draus bauen. Wenn wir Platz brauchen, würde ich das Eye of benutzen. Es gibt mir 2 Space, weil ich irgendwas hochlevel damit. Ja, nochmal Eye. Sharper I bite! Shen brauche ich eigentlich auch. Könnte auf Beastmaster verzichten, oder? Oh, das schaffen die nicht. Ach komm, dass ich mit dem Team verliere, ist auch ein bisschen lächerlich, oder? Seid mal ehrlich. Das ist doch auch nicht euer Ernst. Mal ein bisschen was an deinem Stuff. Also es gibt ein paar Sachen, die du auf jeden Fall brauchst. Du brauchst auf jeden Fall das hier. Du brauchst auf jeden Fall den Attack Speed dazu und den Lifesteal. Du brauchst das schnelle Verwandeln. Ja, ich kann dir einfach das auch noch geben. Was denn hier? Ich will nicht gerade, ob ich noch einmal hochleveln sollte. Aus Platzgründen auch wieder allein schon.
Triple kill! Aber eigentlich zuerst die Level 3er macht schon Sinn. Weil wieso roll ich die ganze Zeit, wenn ich eh dann hochlevel und die nur halt auf Level 2 auf der Bank verrotten lasse? Oh, Battle Fury, auf wen hat das gebaut? Auf Juggernaut. Baut er sich auch einen krassen Jug? Ach nein, er levelt auch auf Jug die ganze Zeit, der Boy. Axe grows stronger. Okay, das gibt uns wieder ein bisschen Platz. Zweimal Terrorbett wäre halt angenehm. Das überrascht aber wahrscheinlich keinen. Wenn ich auf ihm nachher noch einmal ein Broadsword bekomme und irgendwoher vielleicht ein Blinkdagger. Was könnten denn die Gegner so droppen? Okay, der Boy droppt nicht so viel. Der konnte. Ah, ja gut. Maßnahmen wäre auch nicht sinnlos. Oh, wenn der Knut rausfliegt, könnte man Hoffnung haben, dass wir irgendwas Damage-mäßiges bekommen. Leute, das Leveln geht, das Rollen geht in die nächste Runde. Juggernaut stands ready. Den Rubiks brauche ich halt später eigentlich auch. You cast Kima Demon down. Okay, wir müssen uns irgendwas überlegen. Ich muss mich von Sachen trennen, das macht mich fertig, wirklich. Der Rubik war auch einfach Geld- und Zeitverschwendung jetzt gerade. Wenn man sich das im Nachhinein überlegt. Aber hätte sein können, ich ziehe einfach mal irgendwie ein Terrorblade oder noch einen Juggernaut oder noch einen Bloodseeker. Aber ich habe dann alles halt noch einzeln gezogen nochmal, aber das hat mir auch nichts gebracht. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir sollten vor Runde 25 jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir irgendwas fertig bekommen. Der Bloodseeker wäre schon mal. Dieser Beastmaster ist der größte Bait die ganze Zeit. Trotzdem wäre der Bloodseeker nicht der, wo ich es gerne verschwenden würde. Terrorblade. Jetzt spare ich wieder. Runde 25, Terrorblade 3 ist okay. Und schon Bloodseeker auch hochgelevelt. Jetzt müssen wir nur drei Level hochgehen irgendwie. Okay, Blinkdagger braucht jetzt auf jeden Fall auch der Terrorblade. Also heißt wieder ihn ein bisschen mehr umbauen. Enchanted, I'm sure. Im nächsten Level können wir noch irgendeinen Krieger draufpacken. So, TB. Deine Dinge haben sich geändert. Du brauchst das immer noch. Das brauchst du immer noch. Das Mana braucht er jetzt eigentlich nicht mehr, weil da verwandelt sich mit Blinkdagger schnell genug. Und ich frage mich gerade, wie viel diese Boots hin machen. Gehen wir den Boot mal noch rein. Alles andere für Chuck. Weil der einfach, damit ich nachher noch von einem was runternehmen müsste, theoretisch. Terrorbait, zeig mal, was du kannst, wenn du noch geblinkt bist. Oh, wir könnten eine Streak hier holen, wenn es Terrorbait schafft. Der Terrorbait hat gar keine Schnitte, will mich komplett verarschen. Dieser Terrorbait hat keine Chance, gar keine Chance gegen ihn gehabt. Aber 0% Chance hat er gehabt, der Terrorbait. Das ist ein bisschen lächerlich, was er da spielt. Ich muss mir das nicht anschauen, wie kann er so stark sein? Ich habe einen Terrorbait, gut, er ist 2 Level höher, aber ich dachte, das wäre OP zu leveln. Das ist einfach nicht OP, zu rollen. Ich
Ich stelle mein Terrorbett auf die Seite. Ich habe Angst, dass sein Anti-Match irgendwie auf mein Terrorbett geht. Doch, Level 4, Level 3. Er spielt die ganzen Druiden auf Level 3. Baut sich nebenher Elfen auf und spielt Terrorblade. Und sein Ziel ist nachher einen krassen Terrorblade mit Elfen. Das könnte ich auch mal probieren, aber so zu spielen. Weil die Druiden kann man leicht hochspielen eigentlich. Das sollte ich mir mal merken. So, alle Druiden und dann auf Elfen switchen. Vielleicht probiere ich es nächste Runde. Druiden. Elfen, Switch. Mit starkem Demon schreibe ich einfach. My spirit returns to flesh. Jax, are you ready for shenanigans? Tasch Terror bei 3 Runde 25 und verlierst trotzdem noch Runden. Oh ne, das ist er, oder? Oh ne, der hat nur einfach auch einer noch den. Geht her, Robert. Komm, einmal die Ult, zwei, dreimal draufhauen, dann fertig. Ja, hier müssen wir noch Mjölnir draus werden, damit der richtig krass wird. Könnte auch Daedalus bauen, muss ich mir auch mal Daedalus noch im Kopf merken, wenn der anfangen würde noch zu critten, der Terrorblade, da wäre das auch krass. Ich nehme jetzt lieber mal die Dark Willow mit. Ekelhafter Legion Commander. Incoming. Monkey's Kingbar wäre gut gegen ihn. Wobei mit Mjölström kann ich auch True Evasion piercen an sich. Damage ist weg. Wir kommen relativ easy hochgelevelt, weil wir halt noch so low-levelig sind, deswegen kostet es nicht viel zu leveln. Level 7 war ich aber auch selten, Runde 30 erst. Ich bin so jemand, der am meisten schon Runde Richtung Level 9 geht. Würde ich von mir behaupten. Also ich muss Level 9 werden, dann kann ich die Schamanen draufstellen. Und ich muss irgendeine Lösung gegen Elfen finden. Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt drauf gehe, ihn zu besiegen. Also wichtig ist nur, dass ich generell stärker werde. Dafür werde ich jetzt nicht alle anderen Items aufgeben. Ich finde auf jeden Fall Mana Boots sinnvoller. Für alle sind die gut und jetzt habe ich natürlich den Instant Terror Blade. Erstmal was du über Mana brauchst. Hier, dann bekommst du das auf jeden Fall wieder.
Welche ist das noch? Juggernaut gleich. Oh, da ist einer raus. Wir haben natürlich auch noch zwei, die wir auf Level 3 leveln können, machen es auch nochmal stärker. Ich sag, den Beastmaster tausche ich halt auch auf jeden Fall eher aus. Das bisschen gehen wir rein. Ein mehr auf dem Feld ist ein mehr auf dem Feld. Stellen wir nochmal mehr einen Tank vor die Klappe. Jetzt will ich aber auf der anderen Seite dann damit der links spawnen, weil jetzt, egal was jetzt dem hat, er verwandelt sich instant jetzt komplett sowieso. Mit den zwei Items ist er halt instant verwandelt. Okay, hat die Elfen drauf. Die Sechser. Hey, wir schneiden echt nicht so schlecht gegen ihn ab. Ich meine, der Bär würde mir die Runde versauen komplett mit seinem hässlichen Rankenzeug. Das sah auch sehr schlecht aus, aber so schlecht wie es aussah, war es gar nicht. Okay, ein Level kommen wir noch. Uns fehlt nur noch ein Disruptor. Und ich würde halt Shen auch lieber spielen noch. Lieber als Beastmaster. Ich bin mal ganz kurz AFK, Jungs. Bin gleich wieder da. Okay Leute, wir haben es gewonnen, das ist natürlich angenehm. Habt ihr schon gesehen, was da für ein Item liegt? Stout Shield, das ist krass. Und bekommt auch Jug rein. Wir gehen weiter mit dem Level übrigens. Level 9 will ich werden, das ist das Ziel. Und Level 10 können wir dann schauen, ob wir es nachher noch brauchen. Wir sollten vom Geld nicht ganz runtergehen. Wir können ruhig noch ein bisschen Leben verlieren, mit den 6 Orks dann später vor allem zusammen, dann ist es gar nicht so schlimm. Ich frage mich, ob Chen in dem Team diesmal Sinn macht. Meint ihr, Chen macht Sinn dieses Mal in dem Team? Oder wir sollten lieber mit dem Beastmaster gehen? Ich kann gerade auf jeden Fall erstmal spielen hier. Den Drachen gewinne ich eher. Und Kunker ist besser mit seinem Schiff als dieser hässliche eine Mars, der da ganz drin steht. Und Kohle bekomme ich eh wieder, also war das nicht so schlimm. Kohle bekomme ich eh nochmal. Ich muss auch dran denken, ich bekomme noch ein paar Level 3er zusammen hier. Ist eigentlich schade, dass ich nicht weiter gerollt habe noch ein bisschen. Aber den wichtigsten habe ich hochgezogen. Platz hier habe ich noch mitgenommen.
Ja, wir warten noch ab. Gegen ihn kassieren wir halt hart, leider. Den einen Schaden, den kann man einfach im Inventar leisten. Das macht gerade nicht so viel aus. Okay, wir spielen dagegen den Hardkassier-Typen. Hält der eigentlich meinen Terrorbait auf? Nee. Terrorbait bekommt die Instant-Verwandlung hin. Er kommt aber fast nicht durch, durch das Evasion-Zeug. Es wird da auch so viel gespawnt auf seinem Feld noch dazu. Ja, seine Taktik ist interessant. Also ich merke mir auf jeden Fall. Oh, gegen Gnut wurde ich inzwischen auch knapp. Okay, so haben wir wenigstens mehr Zeit, wenn wir ihn nicht gleich rauswerfen. 13. Mhm. Gleich kommt nochmal richtig viel Leben dazu. Wir müssen aber dafür. Ja, wobei, wenn wir jetzt einen Shen ziehen, können wir es auch erstmal spielen. Mit Shen natürlich. Statt mit Disruptor. Aber selbst auch die Wizards bringen mir, glaube ich, also zumindest gegen den ersten nicht so viel diesmal. Er geht auf jeden Fall gar nicht mit 9er, das finde ich schon mal ganz angenehm. Die Krieger sind mir nicht so wichtig. Stimme die schon mal rein. Du musst vielleicht ausgetauscht werden noch gegen einen anderen Ork. Jetzt warten wir noch die eine Runde ab und danach rollen wir einmal mal ein bisschen fett. Gegen ihn wird mir ein Enigma auch helfen. Gibt es Enigma? Habe ich vorher schon geschaut. Enigma gäbe es auch. Aber Enigma könnte ich erst später einsetzen in dem Game. Okay, ich muss jetzt erstmal rollen. Wir sind gerade ganz gut schwächer als alle. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier nochmal Angst haben muss, als Vierter rauszufliegen, ganz ehrlich. Also ich habe jetzt halt von 50 Dingen bin ich richtig runter. Aber Leben bekommen wir gleich richtig dick. Disruptor sogar, das ist optimal. Na, ganz kurz gegen ihn. Ich stelle mal einfach so. So vielleicht. Können wir noch ein paar Sachen hochleveln. Okay, diesmal passiert nicht. Jungler. Wir haben jetzt extrem viel Leben dazu bekommen. Alter, wir werden echt noch Vierter, das darf nicht wahr sein. Ist das ärgerlich. Und jetzt haben wir den, das Gewinn gegen genug gehen, die hätten wir schon inzwischen auch gewonnen. Hat das halt, spielt ja einfach noch einen Krieger oder? Naja, mehr so ein Mix. Ach Mann, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, Leute. Aber ich sage euch, wie es ist. Das ist eine ganz nice Runde trotzdem zum Hochladen mit dem Terrorbait, die war stark. Und wir könnten echt mal, vielleicht probiere ich in der englischen Runde jetzt die 11 mal aus, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Aber das mit denen einfach die Druiden halt hochziehen, was easy funktioniert, ist gar nicht so schlecht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.